Komm, dreh dich andersrum. Komm. Ah, wohl kaputt. Ist ja nichts Neues hier. Du bist die letzte Obertröte. Ganz ehrlich. Das ist nicht normal. Soll es auch nicht sein. Nichts, worum man sich Sorgen machen müsste. Du kommst von hier nicht weg, ne? Mann, da will ich doch überhaupt gar nicht hin. Hier ist nichts, ich gehe weit. Alles sauber, ich gehe da lang. Ich habe hier nichts. Gehe nach da drüben. Ah. Vorsichtig! Nicht! Ich tue woanders weiter. Jungs. Wir müssen ihn finden. Habt ihr verstanden? Hier ist nichts. Ich guck da drüben. Ich gehe da rüber. Hier ist nichts. Ich gehe weit sauber. Ich gehe da lang. Ich sehe nichts. Ich guck mal woanders nach. Wir müssen das ab. Das ist ja vor allem immer sehr schön, ne? Na, das ist ja praktisch, wenn er Verstärkung rufen kann. Aber mich interessiert ja wirklich mehr oder weniger. Ist so toll, dass ich auch zoomen kann. Ach ja, stimmt ja. Bleibt in Bewegung.
So. Ich sehe jetzt bloß noch drei hier auf der Speisekarte. So. Sag mal, wie soll ich... Das ist klar, so. Okay, so. Das wäre soweit okay. Aber den muss ich ändern. Ich muss dafür sorgen, dass er... von hier aus kommen. So.
Ladies, ja! Und wer ist jetzt euer Daddy? Ja! Ich kann euch durch mein Teleskop sehen! Ja! Arbeiten! Oh! Wie viele solcher Daten sammelt das Idiot? Wo speichern die das? Was haben die damit vor? Wir speichern sie in einer Cloud. Wo sonst? So. Mal. Es gibt schon echt komische Menschen. Und die sind schon mehr als komisch. Okay, ich bin weg. Und weg bin ich. Das war's. Jetzt zu Nicholas Crispin. Hi, hier ist Aiden, Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. Okay. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Oh, naja. Läuft ja. Bin ich direkt im CTOS-Wagen unterwegs. Cool. Finde ich immer ganz heiß. Und zum hier muss ich Mal wurde die Windy City zur modernsten Hightech-Stadt Amerikas gekürt. Dank Bürgermeister Rushmores CTOS-Initiative gilt Chicago nun als effektivste und fortschrittlichste Stadt in den ganzen Vereinigten Staaten. Tch. Sicher? Okay, aber dass sie wirklich alles speichern? Ich meine, wie viel Speicherplatz haben die denn überhaupt? Ach, na gut. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Hier rum.